Ja, was willst du denn da jetzt hier lassen, oder Naja, was? lass man halt erstmal. Oder willst du dir ein anderes Ei Jetzt machen? lasst man halt erstmal in Ruhe. Vielleicht lässt er sich ja dann mal zähmen. Ich habe dir jetzt mal noch ein Ei gegeben, beziehungsweise. Das kannst du vergessen. Brauchst nicht versuchen, den an die Leine zu nehmen. Wie oft denn Achso, das noch? war. Ich will einfach hier oben neuen machen. Vielleicht geht's mit dem. Vielleicht geht's ja nicht, weil der im Wasser ist oder sowas. Wer weiß das schon? Nein, der hat einfach noch nicht, Ach. der hat noch nicht seine vollen Herzendingens da oben drauf. Ja, meinst du, der kriegt die im Ja, Wasser? keine Ahnung. Da, jetzt habe Wenn ich ihn, er jetzt immer am habe ich ihn, jetzt habe Ertrinken. ich ihn. Komm. Ja? Hast du jetzt Ja. gezähmt oder was? Wie das auf Ja, keine einmal? Ahnung, jetzt war er wahrscheinlich ausgewachsen. So, jetzt komm mit, du Vogel. Wow, jetzt hängst grad. Ich flieg gerade mal kurz bei der Lava vorbei und schau mal, ob Wo ist er jetzt? meiner schon. Ich dachte, du hast Ja, ihn. aber wo ist er hin? Hä, hast du keinen Sattel Doch. drauf gemacht? Der backt da unten rum. Ah. Immer das gleiche Theater. Dem Viech. So, was sagt hier mein Ei? Ah, es Ich steht habe gedacht, der hier. kommt hinterher. Und theoretisch sollte er das. Nee, theoretisch ist gut. Ja. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum. Oh, schöne rosa Blümchen. Ich nehme jetzt rosa Blümchen mit. Wenn er dir gehorcht, sollte er dir folgen. Sollte. Sollte, Ich laufe jetzt wollte. einfach mal hier entlang. Dann müsste er hinterherkommen. Ich Meiner schlachte müsste jetzt die theoretisch Schweine ab auch hier. bald schlüpfen. Meiner hat schon volle Herzen, der müsste auch bald schlüpfen. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen hier. Schade, dass man sich nicht irgendwie spawnen kann, die Drachen, oder? Ja, das ist ein bisschen doof. Mit Cheat-Befehl. Ich meine, wir hatten den ja schon. Na gut. Was ist jetzt mit dem? Ich habe hier meinen so einen kleinen Käfig gebaut, dass er nicht rauskommt. TP Kelturio Ich bin gerade Baby unter Wasser. Boots. Oh. Schnell nach oben. Ja, toll, dass er immer noch da unten das Viech. Ja, ich frage mich, warum der nicht hochkommt. Boah. Nein, 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 nein. Time Set Ruhe, Ruhe, 0. Kann man eigentlich machen? Feed? Feed Babyputz zum Beispiel? Unknown Command. Oder Heal? Geht auch nicht. Na gut. Schade, schade, Weißt du, schade. was wir jetzt Dass der da probieren? unten rum Wir war. fliegen jetzt einfach Was? mal ein Stück und er müsste doch dann eigentlich hinterherkommen, oder nicht? Wenn er festhängt, nicht. Wir brauchen bloß bis hierher fliegen, wo ich jetzt bin, bei der Palme. Der müsste schon kommen. Der müsste eigentlich so schon kommen. Du bist schon weit genug weg. Der zieht es nicht hinterher, weil der da unten festbackt. Kannst du dem nicht eine Leine umlegen, Ich wenn er habe dir schon keine. gehorcht? Ich habe eine. Hier, ich gebe sie dir. Ich Hinter weiß nicht, wo du dir. bist. Hinter dir. Zack. Probier es mal mit der Leine jetzt. Wenn, hat er schon einen Sattel von dir Ja. auf? Dann müsste es eigentlich mit der Leine jetzt funktionieren. Theoretisch. Mal schauen, hoffentlich klappt es auch. Als Creeper explodiert. Und geht's mit der Leine? Oh, jetzt bin ich gestorben. Ah. Mann. Ja, und wenigstens ist der Drache jetzt hier. Ja, Ey, der ist die bei Doppelhammer, dir. ey. Kannst du ihn an den Baum Ja, wie denn? Ich festbinden? hab doch nichts mehr. Keine Leine?
Weil sonst kann ich hier deine Sachen nicht abbauen. Ich habe nicht so viel Inventar. Ja, du musst dir irgendwas wegschmeißen. Ja, ich habe Maschinen und alles. Ich will die auch nicht neu machen müssen. Aber piss dir halt ein, ey. Na. Ich habe schon einiges aufgesammelt, aber bei mir passt nicht mehr rein. Ist alles voll. Ja, jetzt habe ich den Drache da und dann backt er sich wieder ins Wasser. Ja, was hast denn du an Maschinen dabei? Hast du den irgendwo angebunden? Ja, wie denn, Mensch? Eine Leine machen. Jetzt ist er wieder im Wasser. Wo denn im Wasser? Moment, ich schaue schon, was ich wegschmeißen kann. Ich habe hier nicht so viel zum Wegschmeißen. Das hier höchstens noch. Was ist denn das? Egal. Das ist 420. Give Baby Boots 4202. So, jetzt habe ich dir Leinen gegeben. Jetzt kannst du probieren, den anzubinden an den Baum. Ich denke, ich habe alles Wichtige von dir aufgesammelt. Hier fliegt nur noch Erde rum und so rosa Blumen, bisschen Schnee. Ich habe aber nur ein Diamantschwert von dir oder zwei Schwerter und Diamantschuhe. Hast du keine Rüstung? Doch, oder? Ah, die fliegt hier nicht rum. Ja, egal, kann ich mir Neues machen. Wo ist denn deine Rüstung eigentlich hin? Ach, hier unten fliegt auch was rum. Boah, jetzt wäre ich fast verreckt hier. Mann, scheiße. So, ist halt so, ich habe vorhin auch von den Sachen aufgesammelt. Naja, klar, aber ich kann hier nicht 60 Goldbarren oder sowas wegschmeißen. Das haben wir ewig gesammelt. Ja, sowas kriegt man ja nicht schnell wieder. Na guck mal, ich schmeiß keine 60 Goldbarren weg für einen Haufen Dreck zum Beispiel von dir. Ja, hat ja keiner gesagt. Naja, ich nehme schon das Wertvolle mit, also, was ich kann. Also was zickst du so rum? Ich zick doch nicht rum, ich sag doch nur, dass ich das Wertvolle... Schreibt es mal in die Kommentare, man merkt es nämlich, dass er ganz schön rumzickt. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe vorhin sein Zeug aufgesammelt, aber er kann keins von mir aufsammeln. Ja doch, ich hab doch schon hier alles. Guck mal, mein Inventar ist voll. Wo soll ich denn jetzt noch was hin tun? Ich kann noch ein paar Spinnenweben wegschmeißen. Ich kann auch die Axt wegschmeißen. Ja, aber das andere ist viel wertvoller. Das hier kann ich noch wegschmeißen. Spinnenweben kriegt man auch wieder neu, sozusagen. So, jetzt habe ich hier wieder was aufgesammelt, keine Ahnung was. Ja, das mit der Leine geht auch nicht, Mann. Was willst denn du eigentlich alles von deinen Sachen wieder haben? Weil ich kann auf jeden Fall nicht alles mitnehmen. Oh, teleportiere dich jetzt einfach nach Hause. Jetzt machen wir eine Aufnahmepause. Jetzt wird es mir einfach hier gerade zu blöd. Hast du denn eine Leine? Warum nicht? Ich dachte... Wie oft soll ich es noch sagen, du kannst den unter Wasser nicht anleinen. Ach, der ist schon wieder unter Wasser. Das ist doch scheiße. Jetzt bist du draußen. Na siehst, und jetzt kannst du ihn anleinen. Jetzt habe ich keine Leinen mehr. Ich habe dir doch Leinen gegeben gerade. Musst du eigentlich fünfmal es klar. Hier, nochmal. Du bist ja schlimmer wie so ein Kindergartenkind, ey. Na, ich hab dir doch zwei Leinen gegeben, was hast du mit denen gemacht? Ja, aufgefressen, mir in den Arsch gesteckt. Na, ich dachte, du konntest den unter Wasser nicht anleihen, dann müsstest du ja die zwei Leinen noch haben. Deshalb frage ich ja. Du kannst den so nicht anleinen, Mann. Raffst du es nicht? Ja, aber hätten die Leinen da nicht da bleiben müssen? Nein, die gehen immer kaputt. Also blöd. Ach. Ja, wo soll ich denn das wissen? Na, wenn ich hier 1000 Leinen brauche, ist doch kein Wunder, Mensch. Na, ich hab sie jetzt gegeben. Ja, der hüpft hier jetzt auf dem Bärenbusch rum. Wo ist sie jetzt?
Ja, der baut die Bären ab. Der kommt da nicht drüber. Nö, der läuft hier frei rum. Wenn er halt rumbackt, backt er rum. Aber wenn er dann wieder ins Meer komm fällt, ist das nicht meine Schuld. Ich will jetzt eine Aufnahme. Ich bin doch schon machen. Hier zu Hause. Ich fliege hier über dem Haus rum. Ich guck dir zu. Aber ich würde den anleihen. Und wenn du den an dem Baum hier anleihst, ist doch egal. Das ist ein bisschen schwer von Begriff. Hier, dann nehme ich jetzt die Leine. Hier wird er angeleint. Ich kann es nicht. Der folgt nicht mir. Leint ihn doch mal hier an den Baum an jetzt. Geht nicht, Mann. Mach Rechtsklick auf ihn jetzt, Rechtsklick auf den Baum hier. Vielleicht mache ich 1000-mal Rechtsklick auf den Baum und es geht nicht. Oh, wer hätten das gedacht? Normalerweise funktioniert das. Ja. Dann setzt man ein Ding dahin, das muss doch funktionieren. Die Laien haben doch einen Zweck. Du hast doch bei deinem Community-Kraft auch an die Dinger angeleint. Ja, aber Pferde und keine Drachen. Man kann alle Tiere anleihen. Nicht nur Pferde. Was ist der Unterschied? Ich mach grad mal die Holzzäune. Ja, mach mal. Ob du es dann anleinen kannst. Aber das geht normalerweise. Und was wetten wir, dass es nicht geht? Na, dann ist es aber ein Bug. Nein, dann wir machen es jetzt ja einfach so. Vergessen. Wenn du, also ich sag, du kannst ihn nicht anleihen. Du sagst, man kann ihn anleihen. Wenn man nicht anleihen kann, muss die Wurstwasser trinken. Hier, versuch mal hier anzuleihen, an dem Ding. Ja, wenn's nicht so ist, muss die Wurstwasser trinken. Aber das füllen wir dann. Wieso denn? Dann ist es nein, ein Bug. Nein, dann musst du Wurstwasser trinken. Nein, ich trinke kein Wurstwasser. Jetzt probieren da anzuleihen. Es geht nicht. Siehst du es warum denn nicht? Ja, das ist komisch. Das ist komisch. Normalerweise kann man Haustiere anleihen. Zumal der ja schon genauso hört wie ein Pferd und einen Sattel haben kann. Das ist doch ein Anzeichen dafür, dass er programmiert ist wie ein Pferd eigentlich. Gelturi, du musst Wurstwasser trinken. Nö. Guck mal, ich kann es jetzt beweisen, dass man Schweine auch anleihen kann, wenn ich ein Schwein spawne. Schweine kann man genauso anleihen. Naja. Dann ist er halt das nächste Mal weg wieder, der Drache. Nicht weg. Naja, gut, dann werden wir sehen, ob er da ist oder nicht. Wenn er weg ist, dann Pech gehabt. Ich muss Wurstwasser trinken. Ich habe gar nicht mitgewettet, also muss ich kein Wurstwasser trinken. Wurstwasser trinken. Wir haben ja nur darum gewettet, dass man den nicht anleihen kann. Ja. Und man kann ihn nicht anleihen. Naja. Du hast gesagt, man kann ihn anleihen. Also das, musst du Wurstwasser trinken. Das stellst du jetzt. Du weißt aber nicht, ob du den wirklich nicht anleihen Im kannst. Moment vielleicht kann man den doch anleihen. Kannst du ihn nicht anleihen. Das heißt Wurstwasser. Im Moment ist es ein Bug. Nee. Du willst nur kein Wurstwasser-Seefelden. Nee. Wenn du die Frage stellst, man kann ihn nicht anleihen, dann gilt dies, dann ist das ja eine allgemeine Aussage, nein, dass man ihn gar nie anleihen Frage kann. Das ist eine Frage für den Moment. Nee. Das ist eine Frage für die Community. Kann man einen Drachen anleihen? Und wenn die Community sagt ja, dann muss ich kein Wurstwasser nein, trinken. Nein, die sagen alle nein, gerade weil sie wissen, weil sie wollen, dass du, Lügen dürfen sie dass nicht du Wurstwasser trinken kann. Wenn ich rausfinde, dass die Leute lügen, auch hier dann kein, müssen alle kein Leute Wurstwasser trinken. Was dranleihen? Hm? An den Pfosten kann ich auch nichts dran machen. Das ist die falsche Leine, die wir haben? Nee, das ist doch ein Lead-Leine. Eigentlich schon, ja. Gibt's noch was anderes außer Lead? Das ist doch normalerweise eine Leine, Lead. Lead 420, Leine. Ja, du hattest ja auch schon um den Hals vom Drachen und ich hatte meinen Kleinen auch schon damit spazieren geflogen. Ja, aber. Es geht halt nicht. Du kannst ihn damit nicht anleinen. Und ich, bei meinem ging das vorhin auch nicht. Das ist ja blöd. Aber es wird bestimmt irgendwie gehen. Wir müssen halt bloß googeln mal, genau. Ja. Und dann wird das wahrscheinlich schon funktionieren. Na gut, dann lassen wir es einfach so. Wir haben uns nicht, ob er noch da ist oder weg ist. Oh ja, ja. Ne.
Naja. Wenn er nicht angeleint ist, kann er theoretisch abhauen. Ja, der haut nicht ab, der bleibt bei mir. Na gut, wenn du das sagst. Wenn ich das sage, dann ist das so. Okay. Ja. Dann also bis zum nächsten Mal. Ja. Und tschüss. Du mit deinem Rumgezicke immer, ey.